regnet in Münster. Es ist also perfektes Frühlingswetter. Und was macht man im Frühling? Eis essen. Aber wo kriegt man in Münster das beste Eis? Und welches ist die beste Eisdiele? Dazu haben wir einen Beitrag gemacht. Der Sommer steht vor der Tür und Millionen von Münsteranern muss geholfen werden. Aus diesem Grund haben wir die Münsteraner gefragt, wo gibt es Ihrer Meinung nach in Münster das beste Eis? Also in meinen Augen gibt es das beste Eis bei Firenze, an der Königspassage. Und in erster Linie finde ich, dass das die beste Eisdiele ist, weil mir das Eis persönlich am besten schmeckt und weil die Auswahl riesengroß ist. Und damit geht der erste Punkt an Firenze in die Königspassage. Lazaretti auf jeden Fall. Das Lazaretti am Spiekerhof ist auch dabei. Also ich finde, das beste Eis in Münster gibt es an der Königsallee. Das Eis ist super lecker und das Spaghetti-Eis mit Sahne. Das gibt es auch in anderen Eisdielen. Bei Raffaels am Bild zum Beispiel, bei Marcello an der Bogenstraße oder in den Arkaden bei Milano. In der Innenstadt gibt es eine unendliche Auswahl an Eisdielen. Doch welche Eisdiele ist nun wirklich die beste von ganz Münster? Unsere Top 3 geben euch Aufschluss. Auf Platz 3 landet Milano in den Arkaden. Platz 2 geht an das Lazaretti am Spiekerhof. Und ganze 2/3 der befragten Münsteraner haben das Firenze genannt. Sie fanden es charmant und elegant, so wie ein Diamant mit der Kelle. Grund genug für uns, dieser besonders beliebten Eisdiele in der Königsstraße Ecke Hötteweg mal einen Besuch abzustatten. Schon seit 1979 vor Ort bietet das Eiscafé den geneigten Schlemmerkatzen über 200 Sitzplätze in bester Innenstadtlage. Gewählt werden kann dabei aus bis zu 70 verschiedenen Eissorten und die ganze Promenade bildet eine Leckparade nur für Sie. Und ohne Chemie, das Rocher-Eis und das Firenze-Eis sind hier die beliebtesten Sorten. Bis zu 500 Liter Speiseeis pro Tag werden hier verkauft. Das Eis bei Firenze? Mit Früchten oder ohne, garniert mit einer braun gebrannten Mokkabohne. Wird nämlich täglich frisch hergestellt. Dazu werden die verschiedenen Grundstoffe wie Zucker, Stabilisatoren, Milch oder Wasser miteinander vermengt. Und anschließend bei 85 Grad Celsius in der Eismaschine gekocht. Nach ca. einer Stunde ist das Eis dann fertig. Noch kurz hübsch machen. 20 Minuten auf 5 bis 6 Grad Celsius runterkühlen und fertig. Und so gehen die Münsteraner garantiert cool durch den Sommer. So, das Eis ist leer, die Sendung ist vorbei. Gabi hat noch den ganzen Sommer auf und wir sehen uns nächste Woche.